Bevor wir über die meistverbreiteten Fehler beim Crepen sprechen, lass mich bitte drei goldenen Regeln formulieren. Die Regel Nummer 1 gilt nicht nur für das Crepen, sondern für das Turnierstyling und für das Haarstyling allgemein. Gestylt werden frisch gewaschene, trockene Haare. Frisch gewaschen ist natürlich relativ. Bei jeder Dame ist es ziemlich individuell, wie schnell die Haare wieder nicht frisch und nicht so sauber wie direkt nach dem Waschen werden. Bei mir persönlich ist es so, dass ich, wenn ich die Haare am Morgen wasche, dann merke ich, dass sie am nächsten Morgen zwar immer noch sauber ausschauen, aber schon weniger frisch sind, im Sinne, sie sind weniger luftig und weniger voluminös. Und deswegen für mein Haarstyling, für mein Turnierstyling, folge ich dem Regel, ich wasche am Vorabend, vor dem Schlafen oder wenn ich vor dem Turnier Zeit habe, dann wasche ich am Morgen direkt vor dem Haarstyling. Die Haare müssen aber erst trocken werden, bevor wir mit dem Styling loslegen. Die zweite Regel lautet, so schnell wie möglich crepen. Wieder ist es relativ, wie schnell, denn alle Haare haben unterschiedliche Texturen und reagieren unterschiedlich auf das Crepen. Aber im Großen und Ganzen gilt, das Gerät wird zugemacht und sofort wieder aufgemacht. Zu und auf. Das ist ein sehr kurzer Augenblick, in dem die Haare drin bleiben und die Wirkung der höheren Temperaturen erleben. Und die dritte Regel lautet, crepe nur so viel wie nötig. Das ist sehr wichtig. Viele Damen übertreiben. Sie crepen über den ganzen Kopf oder die Hälfte der Haare oder eine viel zu dicke Haarsträhne. Und im Endeffekt wird mehr Hürden hergestellt, als es Vorteile vom Crepen gibt. Wie viel für jeden Frisurtyp crepen? Das wird das Thema vom nächsten Blog sein, wenn ich dir verschiedene Dekorationen aus dem gekräbten Haar zeige.